In weiten Teilen des Landes sind schwere Unwetter niedergegangen. Am schlimmsten hat es die Bezirke Korneuburg, Tulln und Hollerbrunn getroffen. Die Unwetter mit Sturm und Hagel sind so schnell gekommen, dass Feuerwehren und Einwohner kaum Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. 1200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Unwetter dauern nicht lange, doch sie ziehen eine enorme Spur der Verwüstung, etwa hier in Furt im Bezirk Hollerbrunn. Zahlreiche Häuser werden überflutet. Ein 93-jähriger gehbehinderter Mann wird im Schlaf von den Wassermassen überrascht. Er hat großes Glück, denn seine Nachbarn retten ihn. Wir haben das Tor nicht mehr aufgebracht und der Nachbar ist drin. Jetzt sind wir von hinten rein und dann gesehen, er ist bis zum oberkanten Bett in Wasser gewesen. Jetzt habe ich einen Bugel genommen und haben ihn geholt, jetzt habe ich. Er ist mit dem Bett geschwommen, bis dass wir reinkommen sind. Reine Katastrophe. Es ist ihm sein ganzes Leben weggeschwommen. Er hat keine Möbel, er hat gar nichts mehr. Besonders dramatisch ist die Situation in Groß-Stelzendorf im Bezirk Hollerbrunn. Die Feuerwehrleute kommen zunächst nicht einmal ins Feuerwehrhaus. Es war uns nicht möglich, aus den Ortschaften zu kommen, aus den umliegenden. Und auch nicht möglich, ins Feuerwehrhaus zu kommen, weil das Wasser und der Schlammmassen so derartig hoch waren, dass es unmöglich war, dass wir reinkommen sind ins Feuerwehrhaus. Das war ein Mutsproblem. Also Groß-Stelzendorf war wie beim Weltuntergang. Ganz schlimm. Landunter heißt es vorübergehend in Großmugel im Bezirk Korneuburg. Durch den Ort zieht sich eine Wasser- und Schlammlawine.